So, wie viel ist dein Outfit wert mit dem Mahan? Real iced out, iced everywhere. Aber du hast auch hier so ein bisschen Eis am Start, ne? Wie bei Ja, deinem Ohrring. sicher hat der Ihr Eis. Schmuck ist auf jeden Fall und fliegt. Okay, so die Uhr, bei der bin ich auf jeden Fall gespannt. Was geht los? Ja, jetzt ist Thermometer dabei. Genau, Leute, mein Name ist Marvin und kommt zu einem neuen Video von Das ist ein mir heute auf meinem Drip-Best, Kanal. ein Drip, Heute haben wir ein ganz Drip-Meter. besonderes Video wieder mal am Start. Und zwar ein Fake oder Real Ice Out Tester Video. Ihr wisst Bescheid, ich habe meinen guten alten Freund, den Ice Blinker oder Out Tester am Blende? Start. Ihr kennt das Prozedere ja schon. Wir gehen gleich zur Person und testen, ob ihr Ice Fake oder Real ist. Wir haben heute extrem witzige Reaktionen am Start. Wir haben ein Fake Erstmal getestet. Wir haben C plus jemanden, der Eau de ein Real Cologne. Ice Out Stück hat. Zum allerersten Mal in diesem Video, in diesem Format zumindest. Ich hatte das ja schon mal in einem Flüstern auf, wo jemand ein reales Ice Out Stück hatte. Heute haben wir von jeder Sorte etwas auf jeden Fall. Deswegen checkt das Video bis zum Ende ab, Leute. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr diesem Video ein Like gebt, damit ich Bescheid weiß, dass ihr mehr von solchen Videos wollt. Genau, Leute, ich würde mal sagen, sicher, nicht zu viel rum, Like. Gehen straight rüber zur nächsten Kriegt er. Ich bin Jihad. Und Dennis. Jihad. Moment. So, Jungs. Ihr habt einen freshen Drip am Start. Digga, was läuft bei euch? Was läuft? Digga, ich sehe hier. Rolex Sub, sag ich da. Über die Rolex. Was läuft? Wer ist das? Hamburg Chill. 17. 17. Nichts bisschen Hamburg Chill mit Roly. Bro, was ist für eine Rolex? Eine Submariner Date ist das. Eine Submariner Date. Was hast du dafür bezahlt? 7,5. 7,5? Oh, boah, guter Preis. Bin ich mir gar nicht sicher, mein Vater hat die ist aber schon, oder? Das gehört dein Vater? Ja. Na, aber wen so eine ist, ist schon, naja, Sim 5. Das ist ja unter Listenpreis, das kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, wenn ich die Schließung so sage, dass die real ist. Aber wenn es echt ist, ist es einfach gut. Glas, real ist, viele Diamanten. Weißt du nicht, wie viel hast du dafür bezahlt? Ich weiß, ich glaube 20 oder irgendwie so, das waren mehrere. 20 Euro, okay, okay, okay. Aber du hast auch hier so ein bisschen Eis am Start, ne? Hier da, Bruder. Hier bei seinem Ohrring. Läuft, läuft, was läuft, Digga? Wie alt bist du? Ich bin 19. 19, okay. Was hast du dafür bezahlt? Dafür, ja, auch so 20 Euro. Auch so 20? Ja, es waren auch mehrere. Jungs, heute habt ihr mal euer Arsch gerettet, denn wir haben heute ein Eis-Outfit. Bro, Outfit. Und ihr habt eigentlich, so gut es geht, jetzt gerade die Wahrheit gesagt. Immerhin, Digga, ey, ihr wart ehrlich. Alter, ich check das jetzt. Ah, ich kann damit nachgucken, ob das echt ist. Genau, genau. Sollen wir einfach so Spaß machen, testen? Abnehmen, oder? Ja, es ist ja der Gloss. Hey, wie mich schon fragt, so ist das die Was soll denn sonst sein? Ja, sage, so. Jetzt ein Zwanni kostet. Ey, wir checken das mal ab. Ah, Bro, du hast auf jeden Fall die Wahrheit gesagt. Testen. Das ist ja auch ein dicker Plunker hier, ne? Oh, oh, oh. Ich hätte dir fast ein neues Ohrloch gestochen mit den Teilen. Aber ey, Jungs, seid ehrlich, seid ehrlich. Aber ey, deine Uhr. Ich weiß, dass viele Zuschauer sagen würden, ey, er ist 17 UFC eh gefälscht. Ja, die kann schon echt sein, aber ich glaub's nicht. Die gehört mein Vater, so. Wenn's also, Zimmer halb kostet. Aber die ist real. Also, die gehört mein Vater, also er meint, dass sie real ist, ja. 7,5 hat er bezahlt. Okay. Also, ich war dabei, wo er die bezahlt. Immerhin, Munich Ghostbusters, das war auch meine Videos. War ein guter Preis gewesen, auf jeden Fall. Korrekt, das mitgemacht hab, dass ich die Zeit genommen hab. Jetzt geht's hier noch ein bisschen chillen. Irgendwo sich hinsetzen und was Weiber ansprechen. Das am meisten. Ja, ist Shisha-Raucher. Hast du schon eine Packe geklärt? Nein, nicht eine. Noch nicht eine, noch nicht. Voll alle Fame in Hamburg irgendwie. Alle Fame. Wie viele Versuche gab es denn heute? 4, 5. Nur Rich Kids. Oh shit. Ey Jungs, ich wünsche euch viel Glück. Viel Spaß beim Weiber. Na, haut rein. Hey, wie geht's, wer ist du? Gut, ich heiße Fidan. Du? Ich, Martin. So, ihr seid heute in meinem Video. Ich hab euch gerade gesehen, ihr habt freshen Style und so am Start. Der Schmuck ist auf jeden Fall Ace. Und fliegt. Dankeschön. Was hast du dafür bezahlt? Also, ich hatte vor ungefähr 3 Tagen Geburtstag gehabt. Ah, okay. Und ich habe dann meine Schwester immer halt diese Kette geschickt gehabt. Die ist aus der Schweizer, eine Schweizer Marke. Okay. Und die ist auch vergoldet und hat auch Brillanten. Oh shit. Oh shit. Dezent darauf hingewiesen, dass die Ketten mehr hat. Alles am Start. Aber dann kriegt man wenigstens das, was man mag. 18, 18, okay. Mhm. Ja, nice. Ist es okay, wenn wir das gleich mal kurz testen? Ob das echte Brillanten sind, denn ich habe einen Diamant-Tester am Start. Kannst du? Ja. Okay. Die Brillis sind ja am Start scheinbar. Also da stand, dass es die Brillanten sind, deswegen. So, ich teste das mal. Nicht wundern, hier ist der Diamant-Tester. Oh. Show and shine. Ich habe schlechte Nachricht für dich. Keine? Das sind keine echten Brillanten. Das sind wahrscheinlich Zirkoniasteine. Mhm. Das ist also Glas. Ach so. Das ist fast das gleiche. Wie alt bist du nochmal? 18, ne? 18.
Hast du mehr von solchen Eis-Out-Sachen? Nein, also ich fand das halt schön als Modeschmuck und ja. Okay, okay. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Möchtest du vielleicht noch irgendwas in die Kamera sagen? Nein. Das war's dann. Ey, ich danke euch. Okay, was geht ab, Bro? Wer bist du? Fake or real? Daniel. So, Roman, du bist jetzt die Übersetzer, ne? Der Bruder kann ja nicht so gut Deutsch, deswegen er muss alles, was ich sage, auf Russisch übersetzen. Okay, Bro, wie geht's euch? Gut, ganz gut. Alles gut. Alles gut. Beste. Du hast einen coolen Style. Was hast du dafür bezahlt für dieses Kreuz? Echt? Ja? 6 Euro. 6 Euro? For real? Kein echten Diamant. 6 Euro. Danke. Oh, ein. Bro, du hast deinen Arsch gerettet aus dem Grund, weil wir heute eine Fake or real haben. Also hättest du jetzt gesagt, das sind really Diamanten und es ist Fake, wäre nicht so gut. Sollen wir mal testen? Ja. Fake ist echt. Oh oh, geht leider nicht weiter hoch. Ja. Bro. Ey, mehr jetzt mal irgendwas sehen, das wo echt ist. Danke. Ob das Teil überhaupt funktioniert. Was geht ab, Bro? Was läuft, Bro? Digga. Ja, Mann, ich wüsste ja. Digga, Leute, das ist Jonah. Was geht ab? Kannst du dich einmal kurz mal vorstellen? Jonah, ich bin 24 Jahre alt. Ursprünglich aus Hamburg, wohne jetzt in Berlin. Ich bin als Model-Influencer tätig. Vielleicht kennen mich einige. Genau. Ich habe ja schon Kinde ich nicht. Hab das mal mit dir ein Video gedreht. Ist dein Auto. Auf jeden Fall der Rolex. Ja, Mann, Digga, du hast mich auf Instagram markiert, auf dem Beitrag, auf dem Post. Safe. Mit den ganzen Ice-Out-Check-Dingern. Ice-Out-Check. Es gibt nämlich zu viele Augen, zu viele Hater, die immer zu viel reden. Ich wollte es denen einfach mal beweisen. Hey, okay. Warum nicht so? Ey, ich bin. Kommt alle zu mir gerne. Ich bin Munich Wristbusters, aka Icebuster. Ihr wisst Bescheid. Ja, Bro, du hast. Ich bin Ghostbuster. Ich hab eine Rolex. Erstmal ein Rolex. Zifferblatt. Danke. Dayjust. Dayjust. 604, glaube ich, ist ein älteres Modell. Vintage. 36 mm. Digga, steht dir auf jeden Fall. Steht dir. Du hast noch eine Kreuzkette. Genau, eine kleine, die habe ich aus L.A. So eine kleine diamantenbesetzte Kette, Silber, ganz schlicht. Ja. Und nochmal eine große goldene, auch aus L.A. Okay, okay. Safe. Und ein Armband habe ich geschenkt bekommen. Und ein Armband. Guck mal, Shane. So, Digga, cool. Was sollen wir anfangen? Fangen wir mit den Ketten an. Ja, fangen wir mit den Ketten auf entspannt an, Leute. So, wir haben den Diamond-Tester auf jeden Fall jetzt hier wieder am Start. So, mal checken wir die Goldkette. Oh, shit. Digga, das Ding ging direkt hoch. Wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Und zwar, ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ab und zu, wenn ich das auf einen Diamant draufstelle, dass dieser Balken hier trotzdem ein bisschen ausschlägt. Das bedeutet, dass der Diamant, dass es kein Diamant ist, aber irgendwas, wo das irgendwie hoch geht, aber das bedeutet nicht gleich, dass es ein echter Diamant ist. Nur damit ihr Bescheid wisst. Das muss piepen, dann ist es ein echter, realer Stein. So, jetzt die nächste Kette. Kamerafrau muss wieder nah rankommen. Und auch hier, Digga, läuft, Bro, wirklich nice. Nice, okay. So, Rolex. Da bin ich mir nicht sicher, ob es real ist. Ich glaube nicht, es ist ein Geschenk gewesen. Sonst okay. Kann ich nichts versprechen, aber es sieht trotzdem fresh aus, deswegen trage ich es, ne? Auf jeden Fall. Es ist ja, weil es fresh ist und nicht, weil es teuer ist. Genau, genau. So, das Armband, so. Genau, gefallen muss sein. Checken das ist das Wichtige. Nee, leider nicht. Mai, super schön. Geschenk, ne? Was ist was anderes an der Stelle? Okay, okay, so die Uhr, bei der bin ich auf jeden Fall gespannt. Oh shit, oh shit, oh shit. Also Leute, wie gesagt, mega nice Fake Shit. Dayjust auf jeden Fall, wirklich. Also ich finde die Uhr auf jeden Fall nice. Was hast du für die bezahlt? Und für die habe ich 14k bezahlt. Ich habe die, genau, das ist eine ältere Version. Okay. Ich glaube 1990er oder 1980er oder so. Und die habe ich dann nach L.A. geschickt, weil ich bin auch oft, ich arbeite da viel und dann habe ich die da customizen lassen, Diamanten drauf lassen. Okay, nice, nice, Digga, geil. Ja, Bro, auf jeden Fall, du hast einen freshen Style am Start, Digga, alles am Start. Leute, wir wissen noch, wie viel es dann auch cool mit ihm. Also, check das auf jeden Fall auch ab, das kommt demnächst online. Bruder, meine Frage an dich, Digga, wie finanzierst du den ganzen Eis? Weil beim letzten Mal hattest du noch nicht so viel Eis am Start, oder? Also, ich arbeite halt viel, wie gesagt, ich model viel, ich mache auch viel Influencer, viel Instagram-Shit. Und halt viel worken, es ist so, ich sag mal so, ich bin auch ein Schnäppchenjäger, zum Beispiel, ich war in der Valentinzeit in New York und da gab es alles für 50%, alle Schmuckstücke, egal ob es 20.000 gekostet hat, alles hat 50%, dann hat 10.000 gekostet, wow. Da habe ich es mir natürlich gegönnt, so. Schnapper. Habe ich mir halt angespart
innerhalb von 2 Jahren harte Arbeit und dann dachte ich mir, gönne ich mir, bevor ich nee. Anderen Schmuck hole, hole ich mir erstmal eine Uhr, ne? Bevor du dann Scheiße kaufst, kannst du eine Uhr auch kaufen. Ich meine, der Preis geht dann nicht runter, sondern eher hoch. Bevor du das Geld versaufst oder verrauchst, kaufst du lieber eine gescheite Uhr. Ich würde auch gerade was von Pennen kosten. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber das liegt eigentlich bei 3.000, 5.000, 4.000 Euro. Okay. Ich habe es aber für 2 bekommen. Für 2? Genau. Nice. Genau, das liegt bei, das liegt eigentlich bei 1.5. 1.5? Das habe ich für die Hälfte bekommen. Okay, krass. Krass. Uh-huh. Also cool. 750? Oder? 750, genau. Okay, ey, Digga, ja. stabil. Und das hast du geschenkt bekommen? Ja, geschenkt bekommen. Nice. Check ihn auf jeden Fall auf Instagram ab, Digga, Bro. Bitte irgendwas in die Kamera sagen. Auf Insta. Wie gesagt, hart arbeiten, dann könnt ihr es euch ermöglichen. Ihr müsst keinen echten Schmuck haben. So, es gibt auch viel gut aus schon, was soll. Trotzdem fresh. Aber dann sollte man das nicht so preisgeben und sagen, dass es echter Schmuck ist. Eben. Sonst ist alles, das Geld macht es nicht aus. Du kannst auch Style haben, ohne Geld zu haben. Und sonst, wie gesagt, check mal Instagram ab. Geld ist nur buntes Papier. Gerne, schick mir eine DM. Ich versuche alles zu beantworten. Safe. Bester Mann, Digga. Die erste Person mit realem Eis in meinem Video. Aber for real, auch bei einer Uhr. Ja. Ich hab bis jetzt. Ich hab ein paar Videos abgecheckt, aber ich wusste nicht. Ich dachte, also, klar, ich hatte eine Person im Video, das dann ausgewählt, Ozzy. Der hatte auch eine reale Iced Out Dangers. Aber du bist in meiner Iced Out Fake-Serie die erste Person, Digga. Stark. Bro, ich danke dir auf jeden Fall. Starkes Stück. Was geht? Nee, wurde mit dir? Was läuft? Ja, das Lakers-Trikot ist fresh. Nochmal Alkohol, Leute. Okay, wir kommen runter. Alles am Start. Da ist meine Leute, Digga. So, Bro. Deine läuft schon weg. Bro, dich brauche ich einmal und dich. Komm mal her. Euch beide. Komm mal her. Nein. So, Bro, du bist auf jeden Fall hier mein Friendo. Du hast auf jeden Fall schon Eis am Start, ne? Oder einmal. Wo sind die Diamonds, Digga? Wo Eis? Wo sind die Diamonds? Bruder, zu Hause gerade, aber heute kurz unterwegs mit Kollegen am besten, weißt du? Normal. Im Basis-Party immer dabei, alle. Okay, du weißt Bescheid. Aber erstmal jetzt kurz zu dem, Bruder. Was ist? Bro, wie heißt du, Alter? Ja, Emmanuel, Bro. Emmanuel. Digga, du warst. Oh shit! Was ist das für ein Style, Bro? Keine Ahnung. Es läuft, Digga. Eis hier. Was bezahlt man dafür? Also das hat meine Mutter gekauft. Ich glaube, sie hat ungefähr 100 oder so gegeben. 100? Okay. Und die Uhr, oh shit. Eis out. Patek oder was? Ja, so, weißt du, das kostet ungefähr, ich glaube, 250 Euro bezahlt. 250 Euro oder 250.000 Euro? Nein, es ist auf 150. Wenigstens ist er ehrlich. Okay. Stabil. Jeden Fall gut. Bro, du hast dich gerade gerettet, ne? Ja. Weißt du warum? Wieso? Wir testen das Eis. Nee, das kann man halt echt nicht glauben, dass das so. Ja, gut, bei Verkund war es ja mal, aber. Bro! What's up, Bro? Du kennst die German? Ja. Espanol, oh. Eis. Das. Leute, Jungs, ich brauche einen ordentlichen. Ist das jetzt real oder fake? Que te real oder. Ich brauche einen Tokio. Sag ja, aber also das ist ja. Willst du was testen? Also ist es jetzt echt? Ja, wenn du willst, kannst du es testen. Mit dem hat er nicht gerechnet. Cool. Seid auf jeden Fall cool am Start. Los. Call den Dripper. Check mal den Dripper ab. Mann, La Menaza. 27. Soll der Kuchen. Okay, nice. Check das mal. Gut, das war aber ein Fett, oder? Am Start gab, also wirklich, for real, Leute, das Video war auf jeden Fall schon übertrieben lustig. Deswegen würde mich das freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt, so was dieses kleine Teil, wofür ich 12 Euro auf Amazon bezahlt habe, ausmacht. Ihr wisst Bescheid. Wer sich das kaufen möchte, erster Link in der Beschreibung, Leute. Ich will mal an der Stelle sagen, der Eischecker. Schreibt in die Kommentare, zu welcher Stadt wir als nächstes hinfahren sollen und dieses Format drehen sollen. Denn auf Dauer wird das Format hier in Hamburg eventuell langweilig, weil die Leute schon langsam
wissen, ey, Mahan dreht hier Ice-Out-Tester-Videos, deswegen trage ich hier meine Fake-Chain nicht. Deswegen, Leute, schreibt mir in die Kommentare, zu welcher Stadt wir als nächstes kommen sollen. Ich check das auf jeden Fall ab, Leute. Peace out, bro.